Willkommen zurück zu einer neuen Folge Harvest Moon Home Sweet Home. Gut, so, gefrühstückt ist, alles ist erledigt. Wir haben es morgens 6 Uhr und ich muss keine Pflanzen gießen. Ist das nicht mal schön? So, keine Pflanzen gießen, das heißt, ich kann einfach meinen Brokkoli ernten und bin glücklich. So, und... Sekunde, ich musste gerade einmal hier Platz machen, weil die Katze lang wollte. Matte Rosenhibiskus. Okay. So, also, und dann möchte ich ganz kurz hier zu diesem Wert hier kommen, neben dem Stern. Hier wurde mir gesagt, dass, wenn das gefüllt ist, ich könnte es düngen. Dann würden die Kartoffeln in der Wertung steigen, ne? Hier wurde mir netterweise gesagt, dass wenn das gefüllt ist, entsprechend dann die Qualität besser wäre. Und hier entsprechend die Felder da, ja, halt, wie soll man das sagen, besser sind. Da möchte ich jetzt mal ganz kurz anmerken, dann müsste ja alles das heißen, das Feld ist schlecht, aber hier heißt es ja, warte, wo war's? Ne, wartet. Müsste das ja heißen, dass das hier schon mal sehr gut wäre. Wobei ich hieraus auch kein Herz erkenne, mal davon abgesehen. Also da müsstet ihr mir das nochmal ein bisschen genauer erklären, weil ich habe extra nochmal im Internet geguckt. Man findet ja gar keine Informationen dazu. Also nicht eine Seite, niemand. Ja, und ich habe auch extra auf Englisch und Deutsch gesucht und alles drum und dran. Ich habe wirklich nichts gefunden. Keiner erklärt das wirklich, was das genau bedeutet. Und es wird auch nicht direkt im Spiel erklärt. Bin ich der Meinung. 6 Unkraut habe ich. Ich brauche 20. Ah. Nein, das wollte ich nicht. Ich brauche für irgendwas anderes Brokkoli. Für was brauchte ich Brokkoli? Brokkoli, Kartoffeln, Karotten. Die Karotten fehlen mir. Ne, die habe ich. Ah, genau. Da brauchte ich Brokkoli. Für Jean. Erstmal kümmern wir uns um Rosmarie. Um Rose. Und natürlich Black Moon. Die soll auch glücklich sein. Okay, nachdem wir das jetzt alles erledigt haben, gehen wir jetzt zu Jean. Und ich gucke jetzt ganz kurz, ob ich nicht die Kartoffeln und so weiter schon habe. Ich hatte nämlich irgendwas drauf weggetan. Ich glaube, es waren die Kartoffeln. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Deswegen gucken wir lieber nochmal. Ah, die Karotten hatte ich rübergetan. Okay. Das heißt, Brokkoli gehen jetzt 3 Stück rüber. Genau, 5 Stück brauche ich da. Da habe ich die 3 Stück. Genau. Und damit könnte ich einmal Essen herstellen. Yay! Tropley, wie geht's? Hast du mit Hugo gesprochen? Ernsthaft? Jetzt wiederholst du die ganze Zeit? Okay. Wir wollten zu John. Jean. Gianne. Gianne. Und ihr... Oh, ich habe das Geld sogar bekommen. Dann holen wir uns jetzt mal unseres, was uns zusteht bei Gianne. Oder Jean.
John. Egal. Problem wegen der Materialien, über die wir gesprochen haben. Wenn es zu schwierig ist, mach dir keine Sorgen. Ich werde mir etwas einfallen lassen. Nö, den Speerspackel nehme ich. Oh, wow, unglaublich. Und so schön. Es war eindeutig die richtige Entscheidung, dich zu fragen. Ich danke dir vielmals. Ich meine es ernst. Wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, Truppe, lass es mich wissen. Jederzeit. So, wie viel Geld hatte ich denn jetzt eigentlich? Im Frühling haben die Tiere einen unglaublichen Appetit. Ich sollte meine Futtervorräte überprüfen. Ja, genau. Deswegen bin ich auch da. Das Küken kostet... Ja, so viel zu den Eiern, ne? Na gut. Machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Tierfutter wieder kaufen. Ich bin schon wieder krank. Arm. Nicht krank. Krank bin ich sowieso. Im Kopf. Ja. Ah, hier ist die Kuh Lago. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und das Huhn Mini. So. Okay, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Was brauche ich denn jetzt alles? Gepflanzt habe ich alles. Rosen habe ich 9 Stück. Und das kommt auch. So, aber nichtsdestotrotz, dann sollte ich erstmal wieder ein paar Sachen holen. Weil irgendwie muss ich auch Geld verdienen, ne? So, und da würde ich dann doch 4 Tage, Zwiebeln, Karottensamen. Die Karotten haben echt gepunktet, würde ich sagen, ne? Nehmen wir mal ruhig 18 Karotten. Ich fand, die gingen ab wie sonst was. Nein, aber... Monsieur Grummel war da. Muss ich nochmal reingehen. Den Grummeligen, den möchte ich doch gerne einmal kurz fragen. Sag mal, hast du sie noch alle oder was? Ich darf nicht zulassen, dass du mein Gemüse für Gerichte verwendest, bei denen du nicht die ganzen Pflanzen verwertest. Mache ich auch nicht. Deswegen, ne? Wie bitte? Du meinst, ich täusche mich in Hugo? Na gut, dann soll er mal besser ein Gericht zaubern, das seine Dankbarkeit ausdrückt. Alles klar. Na gut, dann siehst du, dass du Land gewinnst. Okay, das hatten wir schon mal. Gehen wir noch kurz zu ihr. Im Frühling beißen sie Seeprassen gerne an. Rote und schwarze, sie haben einen milden, frischen Geschmack und sind eine angenehme, leichte Mahlzeit. Sie hat normal mit mir geredet, was ist denn da kaputt? Egal. So, jetzt erstmal schnell zurück. Damit wir dann auch gut verkaufen können. Mhm. Das ist nämlich wichtig. Ja, der Stand ist auch wichtig. Da muss ich auch nochmal gucken. Das muss ja rund und gelb sein. Und das habe ich ja jetzt gerade nicht so. Violetter Hibiskus. Na, das ganze Blümchen behalte ich mal. Man weiß ja nie. Gut, jetzt kann ich ein bisschen Ausdauer verbrauchen. So. Und wir nehmen natürlich Karotten. Muss ich überlegen. Hier habe ich noch 3 Felder. Ich könnte jetzt hier nochmal 9 Felder machen. Damit die Karotten halt wirklich das Beste geben, was sie haben. Und meine Ausdauer dann komplett im Hintern ist.
Ja. Mist. Aber okay, so können wir damit leben. So, was hatte ich jetzt noch für Saaten bekommen? Speerspargelsamen. Eher im Sommer. Und Birnen-Auberginensamen eher im Winter. Dann sollte ich das dabei auch erstmal belassen. Und die Sachen erstmal einlagern. Weil aktuell, ich brauche sie nicht. Ich habe bisher vorher nicht drauf geachtet, aber dann macht es auch keinen Sinn. Das heißt, das lagern wir und das lagern wir. Das Tierfutter muss ich noch lagern, aber das kann ich auch am nächsten Tag machen. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett. Das macht Sinn. Speichern tun wir auch. Und... Das Ding müsste eigentlich schon sehr gut gefüllt. Ja, es ist schon gefüllt. Oh. Was ist halt das Problem mit den Aufgaben? Man erfüllt die Aufgaben und dann... Oh, da hätte ich jemanden gratulieren können. Ach, ne. Ungünstig. Ja, kennen wir. Dann können wir rausgehen. Und es regnet schon wieder, sehe ich gerade. Eine verregnerische Folge. Das erspart mir wieder so viel Zeit. Auch ist das schön. Nee. Immer noch nicht. Hauptsache meine Rüben sind fertig, ne? Kann ich ja nochmal Rüben pflanzen. Kartoffeln sind noch nicht fertig. Aber die Drachenanalyse ist fertig. Ich würde sagen, jetzt kommt so langsam das Geld hier. Kommt an den Start. Das gefällt mir. Aber es fehlt halt die Kartoffel. So, das heißt, dann muss ich gleich noch Rübchen holen, beziehungsweise ja doch, Rüben. Rüben macht Sinn. Oh. Und es gibt noch schön Milch. Das ist ja noch besser. Blackmoon noch schön streicheln vorher und jetzt die gute 4-Sterne-Milch, 5-Sterne-Milch, 6-Sterne-Milch, 3-Sterne-Milch, okay. Blackmoon, mach den nicht immer so breit. Bam, 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 badadam. Ach, ich bin gut gelaunt. Das ist so schön, wenn alles funktioniert. Selbst wenn ich das Piemont jetzt noch nicht wirklich... Das ist... viel. Also, möchte ich nur mal anmerken. So, die... Rosa-Rosen brauche ich zurzeit nicht. Ja. Also, ich würde sagen, das läuft. So, wo bin ich denn qualitativ hier? Sekunden, nee, hier. Ist noch nicht ein bisschen gesteigert hier? What? Da noch gar nichts?
Karottentechnisch auch noch nicht. So, alle Mutationen mal einmal durchklicken. Okay. Chili aus Äpfeln, das mit viel Zucker eingekocht wird. Müssen wir wahrscheinlich mal Zucker kaufen, ne? So, jetzt gucken wir, wer brauchte das? Jetzt habe ich noch ein paar Tage Zeit. Okay, dann sollte ich das erstmal noch zurückbehalten, weil ich das dann für die nächste Sache verwenden kann. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil es ja dann in dem Augenblick ein Schub ist. Ein Sterneschub, sage ich jetzt mal. Das heißt, dann holen wir uns jetzt die Rüben. Und nachdem wir dann die Rüben haben, die wir dann wieder verkaufen in Massen. Ich finde es gut, dass hier in dem Spiel das Obst und Gemüse und so weiter einen höheren Stellenwert hat als zum Beispiel im Wind of Anthos, wo man beispielsweise mit Fischen reich wurde. Jetzt kommen hier wahrscheinlich wieder einige um die Ecke ab, aber mit Fischen wirst du auch reich. Ja, das ist vielleicht richtig, aber... Was? Freitag habt ihr zu? Nein! Nein! Sowas ist dann echt deprimierend, ne? Warte, wie viel Geld habe ich? Okay, ich hätte genügend, um mir einen Huhn zu holen. Dann hole ich mir jetzt einen Huhn. Ich wünschte, ich hätte einen Huhn. Dann hätte ich was zu tun. Ja, wollte ich mal loswerden. So. Das ist irgendwie ein Küken. Und ich glaube, dann habe ich auch schon alle Tiere abgearbeitet. Dann Flitzi. Wir nennen das Huhn Flitzi. Die Person weiß schon, wer gemeint ist. Sie ist sozusagen eines mit der Küken unserer Zuschauer. Nein, ist sie wahrscheinlich nicht, aber... Sie ist halt eine meiner Moderatorinnen. Und ja, ne? Ich hab bestimmt auch schon mal einen Kommentar von ihr gelesen hier drunter. Das ist mein Lieblings-Let's Play. Oh, danke, das ist so lieb von dir. Deswegen. Dachte mir, gut, das fiel mir jetzt als erstes in den Kopf. Wen gebe ich den Hühnernamen? Und es war das Flitzinchen. Aber ich darf jetzt auch nicht mit den Menschen reden. Nein, nein, nein. Ich darf jetzt nicht mit ihnen reden. Ich muss meinen Ruf jetzt nicht pushen. Ich muss jetzt gerade alles andere. Wobei mich das gerade ärgert. Es regnet und ich könnte jetzt so schön... Ach, Mann. Aber so ist das Leben, ne? Wo ist... Achso, da... Oh, ganz klein, ganz klein. Bis du groß bist, legst du dann auch endlich mal ein Ei, ne? Passt. Moment, wenn ich das Tier streichel, erhöht es auch die Gesundheit? Okay. Ja, wie gesagt, also die Rosen will ich behalten. Aus dem Unkraut hätte ich jetzt noch Tiernahrung herstellen können. Das macht jetzt aber gerade keinen Sinn. Aufträge will ich jetzt erstmal nicht annehmen, denn das wäre mir jetzt zu riskant, dass ich das dann zeitlich alles nicht schaffe. Hier kann ich vielleicht hier die Gesundheit sehen. Nein, kann ich nicht von meinen Tieren. So, gucken ganz kurz, ob es morgen regnet. Sonniger Himmel, war ja klar. Es war sowas von klar, dass morgen ein sonniger Himmel ist und deswegen, ja,
sage ich danke, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne wieder ein Like und einen Kommentar da. Ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.